Ja, was ist denn hier los? Miyuki, was hast du denn hier angerichtet? Wo kommen denn die ganzen Leute her? Weißt du das nicht? Heute ist doch Kaninchen einrichten hier, der große Gehege. Weihnachtlich. Grillen, hast du gesagt? Einrichten. Grillen nicht. Wir sind hier nicht im Supermarkt. Eine Wohnung für Kaninchen. Ja. Ja, schön. Erstmal hallo, schönen guten Tag. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Na, guck mal hier. Ich hoffe, wir haben viel Spaß jetzt dabei. Dann schauen wir mal. Miyuki hat was vorbereitet. Und dann gucken wir uns mal an, wie ein Kaninchengehege zu Weihnachten aussieht. Genau, würde ich mal sagen, starten wir auch mal direkt, ne? Alles klar, dann hüpf da mal rein. Oh, nee, das schaffe ich auch nicht. Dann brauche ich die Leiter. Okay. Ist der Vorteil, wenn man lange Beine hat. So, ich brauche jetzt einen starken Mann. Wer kann das sein? Mein Vater, guck mal. Mein Gott. Guck mal, einmal Applaus hier für die Hilfe. Danke, danke. Okay. So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Sollte ich hier umknicken oder mal hinfahren, das ist normal. Aber ihr kennt das aus den Videos. Ja, aber wir haben genug Ersthelfer da. Wir haben vorne auch eine Notausgangstür. Wir können dich schnell raustragen, dass der Film weiterläuft. Wir brauchen dann nur einen Double dann ganz kurz. Ja, also jetzt mache ich die Basis. Das ist dann normales Kleintierstreu. Das kennt ihr ja von Hamster, Meerschweinchen und Co. Ich hoffe, das wird jetzt funktionieren. Das sind ja einmal 20 Kilo. Solche Säcke habe ich auch zu Hause. Und ich sehe danach nicht mehr schwarz aus. Ich bin gleich komplett voll mit Streu. Also, wenn ihr nachher noch vielleicht ein Foto machen wollt, ich sehe aus wie ein Schneemann. Da ist dann die Frage, welches Foto schöner ist. Ich würde die Fotos nachher erst machen. Dann passt du auch viel besser zu den Kaninchen. Ich freue mich schon, wenn die dann hier reinkommen. Ich habe gesehen, ihr habt ganz viele. Ja. Auch schwarz-weiß ist ja meine Lieblingsfarbe. Ah. Okay. So. Egal. Kann ich dir den Müll überreichen? Ja. Wofür ist ansonsten Chef gut? Er kann immer vorsichtig sein, wenn ihr mit Messer arbeitet. Da kann man sich ganz schön wehtun. Ich hatte noch nie so viel Platz. Das ist total toll. Deshalb habe ich ja gesagt, komm vorbei. Ich gebe dir mal die Möglichkeit, du kannst dich mal hier richtig austoben. Ja. Das ist gar keine Buddelkiste für Kaninchen, das ist hier die Buddelkiste für Miyuki. Wollen wir mal nachher auch gucken, ob die anschließend in das Häuschen reinpasst. Jetzt habe ich vergessen, wo ich das Messer hingelegt habe. Ich habe das ja. Ah, ach so, okay. Das wäre nämlich sonst. Ich weiß ja nicht, wie lange die Leute mich hier verfolgen, aber wie viele Säcke streue ich schon in meinem Leben irgendwie kaputt gemacht habe und ausgemistet und neu und das ist Wahnsinn. Okay. So. Ich lege dein Messer hier draußen ein. Jawohl, das ist dann ein bisschen sicherer. Ja, vor dir. Wenn ihr alle gleich einen Daumen hoch macht, mache ich einen Schneeengel. Vielleicht wollen ein paar mit rein und helfen hier beim Wühlen. Wenn ihr aussehen wollt wie ein Schneemann, können hier auch ein paar Freiwillige mitwühlen, wenn sie wollen. Und wenn die Eltern einverstanden sind. Jeder schnappt sich hier. Eigentlich sollte er Miyuki hier einrichten, aber jetzt sieht das ja doch aus hier wie so eine Gruppenarbeit. Wir sehen alle sehr gut aus, Kinder. Ist eigentlich Kinderarbeit erlaubt, müssten wir noch mal vorher erklären hier. Die Erwachsenen hätten auch hier mit reingekonnt, das Ding ist ja groß genug. Dankeschön. Und jetzt könnt ihr euch gerne drauf stürzen. Hallöchen, willkommen, wer hat noch nicht? Das ist ja eigentlich Kinderentertainment, das hat nichts mit Kaninchen zu tun. Ihr müsst nur gucken, ihr müsst das noch ein bisschen so verteilen. Ja, alles eigentlich gut? Hatte ich ja gedacht, dass wir also hier die Miyuki so ein Gehege für Kaninchen einräumen lassen und das alle zugucken. Aber dass ein Workshop so eskalieren kann, das hätte ich ja wirklich nicht für möglich gehalten. Da brauche ich gar nichts mehr machen, ich wollte dann moderieren. Aber wie man sieht, da läuft ganz alleine. Tolle Sache. Na, fast geschafft. Die Arbeit erledigt sich irgendwie von selber, ne? Ja, Heinzelmännchen, ne? Ja, das sind meine Wichtel. Ja, da träumt man sonst von immer. Immer wenn man Arbeit hat, wartet man auf die... Sowas brauche ich auch zu Hause, okay? Kannst du mir ein paar vom vorbeischicken? Ja, du kannst ein paar adoptieren davon. Ja, okay. Müssen wir mal kurz mit den Eltern sprechen, ob hier jemand zu adoptieren ist. Die Miyuki wird gern ein, zwei von euch mit nach Hause. Ja, das war alles so geplant. Ich wusste, kein Kind kann dem Chaos widerstehen. Weil muss man nämlich nicht mehr aufräumen wie zu Hause.
Ja, das war ja erstmal toll gewesen, ne? Da hast du dir ja richtig Arbeit gespart. Aber siehst noch aus wie so ein Ferkel. Hier kommen gar keine Ferkel rein, hier kommen nur Kaninchen rein. Das war alles geplant. Das war geplant. Ich wusste, dass die Zuschauer ist. Von langer Hand geplant. Ja, okay, dann fangen wir jetzt mit der eigentlichen Einrichtung an. Du brauchst als erstes die Toilette? Die Toiletten, genau. Alles klar. Zwei Stück. Okay. Die muss ich dann noch einmal auseinanderfriemeln. Kannst du mir dazu auch schon mal das Unterstreu geben? Hier das Holzstreu? Mhm. So. Kannst du nicht auch bei mir zu Hause mithelfen? Das wäre total praktisch. Ja, gerne. Musst du mal einen Termin machen, lädst du mich mal einfach ein. Und dann richten wir zu Hause bei mir was ein. Richten wir mal bei dir zu Hause mal ein. Können wir ja mal unsere Zuschauer fragen, soll ich mit der Miyuki zu Hause auch mal ein Gehege einrichten? Für die Hamster zum Beispiel. Für die Hamster, wenn ihr das wollt. Unten in die Kommentare müsst ihr das natürlich reinschreiben. Und dann denken wir mal drüber nach, wie viele Kommentare da sind. Und dann richten wir zusammen ein Hamstergehege ein. Mal gucken, wo das Messerchen ist. Super. Ja, und warum kommen da jetzt zwei Toiletten rein? Also, weil wir haben hier so viel Platz. Und bei den Kaninchen ist das ja so, eure sind ja noch nicht stubenrein. Jetzt, das sind ja noch Babys zum Teil. Und wenn man am Anfang an mehrere Toiletten hat und vor allem in den Ecken, dann suchen die sich ihre aus. Und dann habe ich mir jetzt hier mal zweimal genommen. Kann ich euch allen als Tipp geben, wenn ihr Kaninchen habt und ihr wollt die Stuben reinkriegen, immer in den Ecken am besten Toiletten und da, wo die sich ihren Lieblingspunkt aussuchen, hinmachen. Dann könnt ihr die auf dem Katzenklo, auf dem Kaninchenklo, dann machen die immer nur in einer Ecke hin. Ja, vielleicht auch noch als guter Tipp ist, also im Anfang wissen die Kaninchen ja noch gar nicht, dass genau. Das ihre Toilette ist und machen womöglich, wenn man sie in eine Wohnung laufen lässt, irgendwo hin. Dann muss man sich aus der Stelle die Köttelchen raussammeln, in die Toilette legen, an die Stelle die Toilette hinstellen. Dann finden sie das wieder, das riecht dann wissen sie, hier ist meine Toilette. Und dann kann man so in Metersteps mit der Toilette immer weiter wandern, bis man die Toilette an der Stelle stehen hat, wo man die gerne stehen hätte. Und dann hat man stubenreines Kaninchen, das auf die Toilette geht, an die Stelle, wo man es gerne hätte. So läuft das. Hast du gut erfasst. Ja, gut aufgepasst, ne? Genau. Du hast doch meine Kaninchen auch schon mal gesehen, oder? Ja, ich war ja bei dir schon zu Hause, ja. Die sind auch jetzt noch ein Stück größer geworden. Also noch größer. So groß sind die jetzt. Lass mich nicht auf komische Gedanken kommen, wenn ich dich besuche. So große Kaninchen. Ich kriege jetzt einen ganz neuen Grill. Aber nicht für deine Kaninchen natürlich. Ja. Ich habe den Blick gesehen. Ich esse nie Kaninchen. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, Kaninchen zu essen. Natürlich nicht. Natürlich nicht hier. Ah. So. Ich suche mir jetzt hier mal zwei Ecken aus. Ein bisschen Überstreu mache ich noch da drunter. Warum kommt das da drauf? Damit das besser aufsaugt. Ach so. Ja, mache ich bei mir zu Hause auch und da spart man sich auch das Streu, weil viele, die machen ja dann den ganzen Stall immer sauber und wenn die dann nur an einer Stelle immer ihr Klo haben, kann man nicht nur Geld sparen an die Erwachsenen, auch Streu. Hier, das ist ein Witzel. Wenn wir gleich die Kaninchen hier reintun, bitte ich euch, nicht vielleicht, weil die so süß sind, so richtig laut zu sein, weil die erschrecken sich wahrscheinlich am Anfang. Und denken, oh Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, so viel Platz und vor Weihnachten, dass ihr da ein bisschen leise seid. Also leiser als jetzt natürlich. Das tue ich mal hier vorne hin. Noch leiserer. Leiserer. So. Leiserer. Also das ist dann schon ziemlich leise. Oh, dankeschön für die Info. Ich hatte dir extra höher hängen lassen, damit du dir nicht den Kopf stößt, aber... Okay. Alles klar. So, als nächstes die Buddelkiste. Hier unten die. Ja. Wir hatten eigentlich von euch hier alles Kaninchen. Wer hat Kaninchen oder Meerschweinchen? Ich will jetzt Hände sehen. Okay, gut. Wenigstens ein paar. Die und meisten. Wer hat Wellensittiche? Und wer hat alles? Wer hat alles? Wer hat ein Krokodil zu Hause? Ja, wer hat ein Krokodil zu Hause? Warum hebt denn keiner die Hand? Ihr dürft das ruhig zugeben. Du hast ein Krokodil zu Hause? Nein? Ich hatte ja schon so mit 8, 9 Jahren mein erstes Krokodil. Wenn ihr nachher gucken wollt, da um die Ecke sind meine aktuellen Krokodile. Aber erst später, wenn wir hier fertig sind. Ich habe ja jetzt hier eine Buddelkiste reingesetzt. Kaninchen lieben es zu buddeln. Und vor allem, wenn jetzt der Sommer in den nächsten Monaten kommt,
kühlt das unheimlich und ihr könnt ihnen auch helfen, dass sie keinen Hitzestau kriegen oder sonst was. Das ist nämlich ganz gefährlich bei Temperaturen, ne, über 25 Grad, weil Kaninchen vertragen das nicht so gut, auch Meerschweinchen nicht. Und was kommt denn in die Buddelkiste rein? Da kommt jetzt so Buddel. Buddel? Buddel. Da ganz Streu, unten? Da unten, das, genau. Oh. Super. Mein Gott, du musst heute schwer heben. Ja, das sage ich dir aber. Was soll denn mal das Messer zu? Wir haben ja keine Messersammlung. Ja, und dann baden die im Sand, ne? Quasi. Ja, Chinchillas, die wälzen sich ja richtig. Ja. Die Kaninchen, die legen sich auch hin. Und wenn sich Kaninchen wohlfühlen, dann wälzen die sich ja auch. Ja, und baden die auch im Wasser, in der Wanne? Kann man die da mitnehmen? Kaninchen? Ja. Nein, bitte nicht. Nicht. Auch keine Hamster oder Meerschweinchen. Das ist alles Humbug. Wenn Leute sagen, die müsst ihr baden, das ist einfach nicht gut. Da kriegen die den Schreck ihres Lebens. Aber so. Sind dann sauber. So, ja. Ja, sauber? Nee, krank. Krank wohl eher. Mach das nie. Nie, das ist nicht gut. Jetzt geht's daran, Häuser zu platzieren. Häuser? Gibst du mir einmal Backsteine? Ach so. Einmal das große Normale und dann kommen meine Weihnachtshäuser. Weihnachtshäuser. Ja, gerne. So. Bitte schön. Stelle ich nämlich schön hier passend in die Mitte hin. Bei Häusern ist es immer wichtig, dass ihr auch welche habt, wo zwei Eingänge sind. Weil wenn jetzt zum Beispiel sich Kaninchen oder Meerschweinchen mal zanken, die immer die Möglichkeit haben, mal abzuhauen. Man weiß ja nie, wie die Gruppe harmoniert. So, und jetzt kannst du mir, je nachdem, was du gerne willst, die Sachen angeben. Fangen wir mal ganz oben an. Okay. Mein Lebkuchenhaus. Ich habe daran so lange gearbeitet, die letzten Tage. Aber ich habe auch ein bisschen Hilfe gekriegt von Elfen, die da hinten sind. Dankeschön. Weil sonst hätte ich das zu dem Termin nicht mehr geschafft. Ich mache das mal ein bisschen mehr in der Mitte. Handgestreckt. Ja, genau. Die Farbe, die ich dazu verwendet habe und auch die Lacke sind alle tierfreundlich. Weil da müsst ihr auch aufpassen. Weil man kann nicht einfach aus dem Baumarkt Farbe kaufen und alles einkleistern. Das geht nicht. Das heißt, sie sind tierfreundlich. Damit kannst du auch Hasen einspinseln. Ja, wenn ich einen pinken Hasen haben will, dann kann ich den auch pink anmalen. Genau. Nein, da muss man immer auf die DIN achten. Das kommt dann in der nächsten Folge, der pinke Hamster oder Hase. Da werden wir alle drauf gespannt sein. Ja, meinst du, ich kann das so stehen lassen? Warum nicht? So? Okay. Ja, steht auch gut. Alles klar. Der Chef muss ja auch ein bisschen einigen, ne? Nee, ist heute dein Gehege. Und hier? Die super Handarbeit. Ein Weihnachts-Norbert. Ein Weihnachts-Norbert. So. Hm. Und hier. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, du hast das allein gesammelt. Ja, es ist ja auch ein riesengroßes Gehege-Areal, was wir hier machen. Und nochmal, wenn ihr Fragen habt oder so, dann meldet euch ruhig währenddessen, ich hier das hier mache. Hauptsache, ihr werft mich nicht mit Bällen ab oder so und sagt, ich habe eine Frage. Nee, da tue ich mal lieber nach hinten, da ist ja genug. Ja, das sieht lecker aus. Ja. Es gibt sogar für Kleintiere Weihnachtssachen. Ich bin immer wieder überrascht, was der Markt so jedes Jahr uns gibt. Leider habe ich immer das Glück, wenn ich was kaufen will, ist es dann ausverkauft. Dann meckern die Zuschauer immer. Miupi, warum hast du nichts zu Weihnachten? Du liebst deine Tiere nicht. Als ob den Kaninchen das schert, wenn es keine Geschenke kriegt. Aber gut. Miyuki, ja? Wie bist du darauf gekommen, dass du das alles über Tiere machst? Hättest ja auch andere Themen nehmen können. Das ist ganz lustig, weil man hat mir 6 Jahre lang verboten, einen Hamster zu haben. Weil meine liebe Mutter mir die damals... Mit. Vorsicht, ja, ich weiß, die steht da hinten. Weil ich durfte früher keinen Hamster haben und ich dachte, ich möchte aber gerne und ich würde alles dafür machen, habe ich ihn endlich gekriegt. Und dann habe ich gesagt, würde ich gerne mit Leuten teilen. Und dann gab es ja jeden Montag den Zelda-Montag. Und dann entstand so langsam der Kanal mit all den Tieren. Ist ja jetzt alles in 6 Jahren nach und nach gekommen. Jetzt habe ich ja einen Zoo zu Hause, der auch wahrscheinlich noch größer wird. Aber gut. Ja. Heißt? Wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich meine, wir haben ein großes Haus. Und nette Eltern. Deswegen, so, das mache ich jetzt mal hier hin.
Die Korkröhren findet ihr auch in der Terraristik. Möchtest du dir noch Rennmäuse oder auch andere Hamster noch zusätzlich später mal anschaffen? Bei Hamstern ist das ja sehr schade, außer die Kämpel, dass man die nicht zusammenhalten kann, dass man immer nur einen hat. Und deswegen ist das geplant, aber ich weiß es nur noch nicht wann. Okay, danke. Ich denke mal, irgendwann habe ich alles. Alles mal abwechselnd, so. Also später heißt, wenn du mal groß bist, ja? Ja. Wie groß bist du jetzt? 1,79. Achso, ja, dann warten wir also noch ein bisschen, bis du mal groß ist. Das kann ja jetzt nicht mehr so lange dauern, ne? Also in den Videos schreiben immer alle, wir wollen dich gerne treffen, wenn sie mich sehen. Du bist aber groß, Miyuki. So groß siehst du gar nicht in den Videos aus. Ja, die kannst du auch selber auspacken. Danke. Das ist mir zu aufregend. Eins meiner Kaninchen würde ich als hochintelligent einstufen, das andere als blöd. Ist so. Und das sind Geschwister. Bitte? Also, ja. Also wie zu Hause ist das so, ne? Ist nicht jeder gleich clever. Nee, der Karl ist irgendwie so ein... Ja, ich weiß nicht. Der ist eher eine Kartoffel und Bröckchen ist so wie so ein Chips. Die ist auch letztens ausgebrochen und ist dann durch das ganze Zimmer und durch Treppenhaus. Und der Hund hat das gemerkt, nur wir nicht. Das war sehr lustig. So, hier habe ich noch... So, Bröckchen. Übrigens gibt es die in verschiedenen Größen. Die könnt ihr dann für Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen, alles benutzen. Und das Schöne ist, die kann man sich so im Groben so formen, wie man die haben will. Das heißt, passt in jede Ecke. So, hier ein Spieltunnel. Ich habe versucht, alles ein bisschen weihnachtlich in den Farben zu halten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel mitgebracht habe, sind auch alle lackiert. Das heißt, wenn jetzt die Tiere dagegen pieseln, macht nichts. Macht das am besten auch, vor allem wenn ihr so neue Sachen hier kauft, da habt ihr was länger von. Weil sonst müsst ihr immer jeden paar Monate neue Häuser kaufen. So. Ich hoffe, die Futternäpfe reichen. Aber ich denke schon für die ganzen Kaninchen. Ja, einen Napf können wir ja immer noch nachholen, aber kannst ja erstmal aufschauen. Okay. Ich habe niemals gedacht, dass meine Kaninchen damit spielen. Aber Leute, ich habe keine Kaninchen, ich habe zwei Killer-Chihuahuas zu Hause. Die machen alles kaputt, was ich denen kaufe. Das würde maximal eine Woche halten. Ich wollte eigentlich Kaninchen, aber ich habe zwei Chihuahuas. Ja, sind nicht aufgepasst beim Kaufen. Anders ja, ich weiß nicht. Die haben sich wahrscheinlich vertan oder die haben... Hättest du dich mal im Fachgeschäft beraten lassen. Die haben eine Identitätsstörung. Ich glaube, die denken sich, boah, geil, hier ist überall was zu phrasen. Hier mal ein kleines Herzchen. So. So. Die haben hier im wahrsten Sinne des Wortes Weihnachten. Ah. Okay. Man sagt ja immer, Kaninchen und auch Meerschweinchen, die müssen was für den Zahnabrieb haben. Ich empfehle euch da solche Wurzeln. Meine fressen die sehr gerne und ich war ja neulich auch beim Tierarzt. Da sagte man mir, die haben aber schöne Zähne, was haben sie gemacht? Ich sage, ich gebe denen immer so Wurzeln und immer natürlich Heu. Das machen wir zuletzt, weil ich hier ganz viel Heu dann ausbreiten werde. Und dann, wenn ich hier dann nachher durchlaufe, dann sehe ich aus wie ein Heumonster. Also normal. Hast du auch schon einen Namen für deinen neuen Axolotl gefunden? Nee, gut, dass du das ansprichst, weil nächste Woche kommt das Video mit dem neuen Aquarium, weil ich habe das auch nur eingerichtet. Und die Zuschauer, übrigens auch deine, Norbert, die haben mir so viele Namensvorschläge gegeben. Ich habe sie alle gelesen. Ja, die meinten auch Norbertine, wie Schlumpfine irgendwie. Na, und ihr dürft dann aussuchen. Norbertine müsst ihr mich erst operieren lassen, also den hatte ich abgelehnt. Ja. Aber auf jeden Fall dürft ihr dann bestimmen. Ich werde mir dann vier aussuchen und ihr dürft dann voten. Was sind deine absoluten No-Gos beim Kaninchenfutter? Beim Kaninchenfutter? No-Gos. No-Gos. Hier füttern wir ja gerade Trockenfutter, weil die kennen das nicht anders hier im Laden. Und wenn wir jetzt grün füttern würden zum Beispiel, würden die eine Kolik kriegen. Es ist ja ganz schlimm, man muss sich ja ganz langsam daran gewöhnen und gucken auch gutes, hochwertiges Futter, getreidefrei und keinen Schnickschnack wie Zucker und so, was man so kennt. Und absolute No-Gos wären jetzt zum Beispiel bei mir scharfe Sachen, wenn man die füttert, weil ich habe zig Bilder gesehen, wo man dann Ingwer dahingestellt hat und Kaninchen kriegen ja so schlimm Durchfall von scharfen Sachen. Und muss ich auch nicht sagen, so Schokoladenbilder, wo ein Kaninchen mit der Zunge an der Schokolade ist auch totaler Quatsch. Banane kann man geben, aber so unüberlegte Sachen, wie ich lasse mein Kaninchen mal in meiner Nutella lecken oder so, ist auch total blöd, wenn man
wenn ihr umstellen wollt, immer Stückchen für Stückchen. Ich kann meinem Hund auch nicht plötzlich Frischfutter geben und dann stelle ich den wieder um auf Trocken. Das macht ja alles die Darmflora ein bisschen kaputt. Richtig. So. Wobei du aber sehr viel Grünfutter fütterst, ne? Ja, ich fütter fast nur. So. Ein Spielball. Ich glaube, den würde ich sogar für meine Kaninchen. Der ist so süß. Guckt euch das an. Der wird nicht lange halten. Und jetzt hier eine ganze Packung Löwenzahn. Das ist auch absoluter Favorit, meine lieben Löwenzahn. Warum suchst du nicht Löwenzahn auf der Wiese? Mach ich auch. Machst du auch? Ja, jetzt gerade ist sowas schlecht, weil das Wetter ist ja unheimlich schön. Da geht man gerne raus und sammelt Löwenzahn. Das ist ja frische Luft, das ist eine saubere Luft, das ist eigentlich gut. Ne? Ja, die Ara ist ja hier, mit der gehe ich ja auch dann jeden Tag raus, aber ist ja alles nass und matschig. So. Ich verteile das jetzt ein bisschen. Die werden sich das eh alles wegmümmeln. Leute können daran nur 5 Minuten sitzen. Leute können da auch eine halbe Stunde dran sitzen. In meinem Falle mit Filmen sind das immer so 2 Stunden. Aber ja, eigentlich, wenn du ehrlich bist, dein Leben. Ja, ja, das ist ja ist das, was ich sehr gerne mache. Und man sieht ja an den Videos immer, wenn ich meine Sachen auch selber mache. Der Monster kriegt da jetzt auch ein eigenes Weihnachtsgehege. Der hat auch schon eine Lichterkette und einen Weihnachtsbaum hat. Der hat einen Weihnachtsstern, der hat alles. Also und Monster ist der Hamster, falls die Zuschauer nicht wissen. Das ist mein liebster Hamster, den ich je hatte. Den hatte ich schon 6 Mal am Finger. Der liebt mich so sehr, der will mich aufessen. So, ich denke, das reicht. Ja. So. Dies hier? Jetzt gibst du mir das Heu. Weil das kommt jetzt auch dran, genau. Bitte schön. Ja, langsam nimmt das schon Form, Mann. Ja. Wir haben hier einen großen Sack. Man kann ja im Handel alles kaufen. Man kann große Säcke kaufen, man kann kleine Säcke kaufen. Ich hatte mal Kaninchen früher, ich glaube insgesamt 12 Stück, so über die Jahre. Wie viele Säcke da gestorben sind, ne? Wie viel man eigentlich für Sachen braucht, wie die fressen. Ich habe das immer unterschätzt. Also auch jetzt so, ich dachte auch Kaninchen haben nicht so viel. Die fressen ja nicht so viel, aber die schreddern irgendwie alles weg. Das sind lebendige Rasenmäher. Ja, vor allen Dingen, die fressen eigentlich den ganzen Tag, solange wir so wach sind, ne? Genau. So, das nutze ich jetzt auch als Dekomittel. So. Und ich möchte jetzt mal eine ganz ehrliche Frage stellen. Wer liebt das nicht von euch, wenn es nach Kräutern riecht? Wenn es richtig, richtig toll riecht? Das ist doch mal mega geil. Man kommt hier rein und es riecht nach frischen Tee, Kräutern. Wir Kleintierfreunde kommen dann hier rein und denken, geil. Leute, die das nicht sind, kommen hier rein. Was ist das denn? Ist hier nicht geputzt? Nein, so riecht mein Kaninchen oder mein Meerschweinchen. Ich liebe das. So. Hier vorne habt ihr ja schon gesehen, meinen Nikolausschuh. Huch. Den habe ich gebaut als Heuraufe. Da können wir jetzt schön was befüllen. So. Ja, ich habe auch den ganzen lieben letzten Tage daran gearbeitet, mich in der Garage abzufrieren, bei Temperaturen, um das hinzukriegen, weil es so kalt war. Aber es ist ja sehr süß. So. Der Nikolausstiefel. Wie findest du das jetzt bisher? Sieht schon ganz gut aus. Muss ich noch? Ach so. So. Da. Da. Andere Seite. Das ist übrigens total toll. Finde ich richtig gut. Ja, ist ja super praktisch, ne? Ja. Dann hat man dann nicht alles rumliegen und die pieseln das voll, sondern wir haben das Futter so, dass das geschützt ist vor Verunreinigung. Okay. So, gut. Dann einmal das normale Stroh. Genau. Dankeschön. Auch wieder so ein Riesensack. Davon benutze ich persönlich nicht immer so viel, weil meine das zwar gerne fressen, aber ich benutze ja nur bei mir jetzt in der Innenhaltung die Klos und die gehen ja auch nur drauf. Sind ja darauf trainiert. Deswegen mache ich das immer bei mir sparsam. Jetzt bauen wir hier so eine schöne Krippenfestung. Jetzt kommt der Schnee. Beide Packungen. Passen,
zu Weihnachten, ja? Ja. Den gibt es ja in verschiedenen Farben. Und damit dekoriere ich ja auch immer sehr gerne die Leute. Was ist das? Sehr toll, den gibt es in Pink, Blau, Regenbogen, alles. Genau, das ist immer schön als Deko. Hier. Und da darf aber auch gefressen werden? Ja, das ist unbedenklich. Okay. Hamster, Nestbau, Kaninchen, Dekoration, Meerschweinchen auch, weil die fangen ja damit nicht so viel an. So. Also das ist auch nicht schlimm, wenn ein Hamster zum Beispiel das hamstern sollte. Es wäre jetzt nur schlimm, wenn der permanent das in den Backen hätte und das jetzt nicht benutzt. Aber bisher, alle meine Hamster haben das sehr gerne genommen zum Schlafen. Und das ist sehr ergiebig. Als hätte jemand Popcorn verstreut. Huch. Jetzt, meine Lieben, sieht das Gehege ja noch toll aus. Wenn die Kaninchen gleich 10 Minuten hier drin waren, war die Arbeit umsonst. Dann ist nämlich alles schon zerstört. Tja, obwohl umsonst war das Gehege nicht. Das war dann höchstens die Arbeit vergebens. Also ja, ich sag ja, dann sieht es halt nur nicht mehr so schön aus. Für dich umsonst, für mich vergebens. Ja, genau. So. Letzten Schnee. Ja. Ich denke, bis auf das Wasser und einem wichtigen Spielzeug, und zwar der Glocke. Ja, ich dachte, die Glocke läutet als Weihnachtsglocke, wenn das Weihnachtsgehege fertig ist. Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir sind fertig, bis auf die Bewohner. Die fehlen ja noch, die müssen wir jetzt hier einläuten. Also, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Dann sollen die Hauptdarsteller kommen. Wie alt sind die Kaninchen, die jetzt da reinkommen? Wie alt sind die Kaninchen, die jetzt da reinkommen? So 10, 11 Wochen. 10, 11 Wochen. Und wie alt sind deine Kaninchen? 10 Monate oder 9 Monate. Ich weiß nicht, okay. Die sind von diesem Jahr. Auf jeden Fall sind die am 18.01. im Januar geboren. Okay, danke. Bitte. Ja, wenn die Kaninchen ja gleich drin sind, dann kommst du ja raus. Sonst können wir dich ja nachher aus der Gruppe nicht mehr unterscheiden, denke ich mal. Und ja. Ja, mach auch noch so, das hilft. Kann ich eins mitnehmen? Nein, ich habe ja zu Hause genug. Und dann bist du ja gleich hier draußen und dann kannst du ja noch ganz viele Fragen beantworten, wenn wir die Kaninchen genau, wenn ihr Fragen habt oder so, dann hoppel ich hier raus und dann da einmal hier Wasser? Genau, frisches Wasser. Ich komme dann immer im Mama-Modus, wenn dann so kleine Tiere kommen. Oh oh. Ja. Oh oh. Geht das so? Einmal. Oh mein Gott, das ist süß. Oh, der sieht aus wie Karl. Oh mein Gott. Das ist so süß. Boah, meine war auch mal so klein. Wo ist die Zeit geblieben? Ich lasse euch mal kurz hier auf. Es sind ja zwei, ne? Genau, dann mache ich die anderen auch auf. Hier sind drei. Das sind drei? Ich habe schon Deckel losgemacht, musst du so tragen. So, zu jeder Seite kommen jetzt einmal hier Tierchen. Ja, warte. Oh, sind die süß. Hier haben wir jetzt Widderkaninchen drin und da haben wir, glaube ich, einen mit Stehohren. Hallo Schnuckis, ihr müsst jetzt raus. Hi. Und hier ist sogar ein schwarzes Ball. Ich liebe schwarze Kaninchen. Kommt mal hier. Ich würde denen gerne Namen geben. Mir würden direkt tolle Namen einfallen. Ja, dann gibst du denen mal Namen, dann schauen wir mal und dann können ja unsere Zuschauer können ja auch noch einen Namen geben, für welchen Kaninchen der passende Name wäre. Man sieht dann direkt die Unterschiede. Hier zum Beispiel, der ist ganz aufgeweckt, die, ich weiß jetzt nicht, und sehr neugierig. Und das sind so die Nachzügler, die verstehen das erst so ein bisschen später. Und ganz wichtig ist in solchen Momenten, auch wenn ihr ein neues Tier zu Hause habt, ruhig bleiben. Klar, ich war jetzt gerade total, ich bin jetzt immer noch, die sind so süß, aber ihr müsst ruhig bleiben, weil die merken ja den ganzen Stress. Ja, komm. Hallo. Ich mache das ganz liebevoll und sanft. So. Okay. Ich tue die mal eben weg.
Das ist der Beste, nur weil der schwarz ist. Das ist der Beste. So, Kinders, ich muss aufstehen. Oh, seid ihr süß. Der eine heißt Karl, das ist schon mal klar, weil der aussieht wie mein Karl. Solange das Männchen ist. Im Notfall können wir ihn immer noch auf Carla umtaufen. Ja, genau, Carla. Carla Kolunda, das Kaninchen. Da sehen wir wieder Nummer, ich bin aufgeweckter. Boah, sind die süß. Die sind so. Ja, im Frühjahr ist ja ein neuer Bau von Stall im Garten geplant, wenn jetzt Bröckchen und Karl rauskommen. Was für süß. Und der ist definitiv Karl, weil er hat Angst. Das passt sehr gut. Ja, komm. Ich taufe dich auf den Namen Karl. Karl der Große. Ich dachte Karl der Ängstliche. Ja, die werden ja noch groß. Ach so. So, und jetzt werde ich mich erstmal verkrümmeln, damit die hier alles erkunden können. Ich gebe dir mal die Dinger hier an. Ja, den einen haben wir schon weggenommen. Ach so, super. Ich hole meine Leiter. Ja, ich würde hier auch am liebsten nur den ganzen Tag drin bleiben. So, jetzt haben wir ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgehege eingerichtet. Nee, nicht wir. Du hast das eingerichtet, finde ich ganz toll. Ich hoffe, euch gefällt das auch alle hier. Ja. Kleiner Applaus wäre ja vielleicht gar ganz nicht schlecht so, dazu. So wie das aussieht, gefällt das ja den Kaninchen. Ich bin hin und weg. Die sind so süß. So wie das aussieht, gefällt das nicht nur den Kaninchen, sondern der Miyuki auch. Ja. Und wenn ihr nochmal möchtet, dass wir die Miyuki einladen oder so, wie sie ja gesagt hatte, ich soll bei ihr zu Hause mal mithelfen, kommen ein Hamstergehege einrichten. Wenn ihr sowas wollt, schreibt das bitte unten in den Kommentaren rein. Dann sehen wir uns auch zusammen alle wieder. Ansonsten wünsche ich natürlich allen hier noch ein frohes Weihnachtsfest. Und die Miyuki kommt also jetzt aus der Gehege raus und steht natürlich noch für Fragen, für Fotos, für alles so lange zur Verfügung, wie ihr das gerne möchtet, hoffe ich mal. Genau. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Jo. Schaut auch mal bei meinem Video vorbei. Ja, unbedingt nicht vergessen, ihr müsst natürlich bei der Miyuki auch die Videos gucken. Und bei der Miyuki abonnieren, bei uns abonnieren. Und Daumen was hoch. Immer wieder ganz oft vergessen wird, nach dem Abonnieren die Glocke drücken. Nur dann bekommt man auch alle Filme angezeigt. Also mir hat das super Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So süß. Super. Ich komme jetzt ganz schlecht hoch. Ja, das ist bei den älteren Frauen wäre das immer schwieriger.